schon auf ihrer Spur, ist der Fall auch schwer, der Weg auch weit, sie sind stets für dich bereit. Tipp, 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 tipp und tipp, Ritter des Rechts. Tipp, 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 tipp und tipp, den Bösen geht es schlecht. Sie lösen jeden Fall, was sie auch tun, das Böse hat nie Zeit, sich auszuruhen. Tipp, 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 tipp und tipp, Ritter des Rechts. Von jetzt an immer wissen, wie das Wetter sein wird. Ach, Trixie, nur jemand, der so schlau ist wie du, kann so ein Wetterdingsbums erfinden. Ach, man braucht doch nicht schlau zu sein, um das Wetter vorherzusagen, Freunde. Alles, was man dazu braucht, ist der Schwanz vom alten Samson. Aber Samson, wie kann dein Schwanz das Wetter vorhersagen? Das ist ganz leicht. Zuerst geht er steil nach oben und dann tut er etwas anderes. Je nachdem, wie das Wetter wird. Obwohl, im Moment ruht er sich gerade aus. Samson, niemand kann das Wetter mit seinem Schwanz vorhersagen. Das ist wissenschaftlich unmöglich. Wer hat etwas von wissenschaftlich gesagt? Mein Schwanz sagt das Wetter genauso gut voraus wie der Rheumatismus im Fuß einer Bulldogge. Ist das gut? Gut? Wer bin ich denn, dass ich die Pfoten einer Bulldogge in Frage stelle? Nach meinem Wetteranzeigegerät wird es ein sehr heißer Tag werden. Oh, das ist euch schon aufgefallen. Platz. Lass mich deine Sachen tragen, Trixie. Danke, Chip. Das ist richtig nett von dir. Ich habe gedacht, ich nehme alle meine Feuchtigkeitsmessgeräte mit, sodass ich die Feuchtigkeitswerte testen kann. Kein Problem, Trixie. Hier ist dein Platz, Trixie. Hey, danke. Hey, wo soll ich bitte sitzen? Da hinten, da ist doch genug Platz. Oder wie war das? Begrabt jetzt das Kriegsbeil, Freunde. Spannt die Huskies an. Bereitet die Schlitten vor. Samson, warum bist du so angezogen? Um mich zu schützen, Kumpel. Uns wird jede Minute ein Blizzard treffen. Wir müssen vorbereitet sein. Aber Samson, wie kann es an einem solchen Tag schneien? Ich weiß nur, dass ich gerade nach Futter für unser Picknick gejagt habe, als mein Schwanz plötzlich steil nach oben stand und wie ein Eiszapfen aussah. Und das heißt, ein Blizzard ist im Anmarsch. Wir dürfen keine Zeit vergeuden. Wir müssen reingehen und alles wetterfest machen. Warm heute, nicht? Tja, Samson, vielleicht irrt sich dein Schwanz. Irren? Mein Schwanz irrt sich niemals. Was meinst du wohl, wer als erster den großen Tornado von 1937 vorausgesagt hat? Du? Nein, aber ein sehr naher Verwandter von mir. Okay, Samson, genug gealbert. Wir gehen jetzt. Wie ihr wollt. Aber nehmt eure Mäntel mit, damit ihr nicht erfriert, wenn ihr merkt, dass ich recht habe. Hey, es ist wirklich eine Schande, die ganzen Käse-Sandwiches umkommen zu lassen. Käse? Nun, vielleicht fängt es ja erst nach dem Mittagessen an zu schneien. Liebe Güte, es ist feuchter, als ich dachte. Ich verstehe das nicht. Mein Schwanz hat mich noch nie im Stich gelassen. Das bedeuten? Ich glaube, dir ist es etwas zu warm. Warm? Ich? Ha. Ich bin so kalt wie Erdbeereis. Springt rein, Jungs. Es sieht so aus, als gäbe es was zu tun. Hey, guck mal, da oben. Siehst du noch? Da
sowas habe ich ja noch nie gesehen. Wie kommt der Geldtransporter hier hin? Ich glaube, der Fahrer muss verzweifelt einen Parkplatz gesucht haben. Ja, und es sieht auch so aus, als habe er die Fracht verloren. Hey, Maldon, überprüfen Sie das mal. Oh, das ist ja eiskalt. Hey, Mann, wer kommt denn nur auf sowas Gemeines? Habt ihr das gehört? Er hat gesagt, ihm sei kalt. Das ergibt ja auch einen Sinn. Die Tür ging nur deshalb kaputt, weil sie total gefroren war. Genau, meine Liebe. Aber was meinst du wohl, woher die ganze Kälte kommt? Liebe Güte, ich weiß nicht. Vielleicht ist die Klimaanlage kaputt gegangen. Oder vielleicht habe ich doch recht. Und langsam aber sicher zieht eine Kaltwetterzone herauf. Spiel nicht den Dummkopf, Samson. Wie könnte eine Kaltwetterzone mitten in einer Hitzewelle heraufziehen? Das kann ich dir nicht sagen, Kumpel. Aber ich kann dir sagen, dass ich die Schnauze voll davon habe, dass du mir nicht glaubst. Liebe Güte, ich glaube, Samson ist genauso empfindlich, wie er stolz ist. Was ist denn los mit dir, Schwanz? Mir wird ja heißer, als wenn ich in einem Kochtopf gedünstet würde. Wo ist dieser Blizzard, den du mir angekündigt hast? Das ist schon besser. Schnee! Herrje, mein Schwanz hat mich doch nicht im Stich gelassen. Ich muss meinen Freunden diesen Schnee unbedingt zeigen. Die Reihe von merkwürdigen Blizzard-Raubüberfällen versetzt die Polizei immer noch in Erstaunen. Ja, das gilt auch für uns. Hier habe ich den Beweis, Freunde, dass es geschneit hat. Ich zeige euch jetzt. Hey, was soll der Quatsch? Er ist weg. Ihr müsst mir aber glauben, der Becher war voller Schnee. Ja, ganz sicher. Und ich bin der Osterhase. Ach, Samson, vielleicht solltest du dich eine Weile hinlegen. Du könntest einen Hitzschlag bekommen. Ich bekomme überhaupt nichts. Und da ihr mir nicht glauben wollt, muss ich das Geheimnis ja wohl selbst lösen. Mal sehen. Als der Schwanz sich zum ersten Mal bewegte, ging ich auf der Suche nach Käse an diesem Lagerhaus vorbei. Und als mein Schwanz sich zum zweiten Mal bewegte, kam ich auf dem Heimweg an demselben Lagerhaus vorbei. Das kann ja nur eines bedeuten. Zu blöd, dass ich nicht weiß, was. Tuhalu, wenn das kein ausgeflipptes Wetter ist. Ein Glück, dass diese Dinger immer noch klebrig sind. Samson schafft auch diese Piste. Oh, Junge, hier ist nichts, aber auch gar nichts. Wer diese Überfälle begeht, ist ganz bestimmt kein gewöhnlicher Gauner. Genau. Diese verdammte Schneewolke hat das getan. Liebe Güte, Jungs, jetzt hat er auch noch Schier an. Diese Schneewolke muss irgendetwas mit dem Lagerhaus zu tun haben. Da bin ich mir ganz sicher. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, würde ich mir auch nicht glauben. Professor Nim, ich hätte wissen müssen, dass er dahinter steckt. Zeit für ein Trinkspruch. Auf mich! Wie kann ich bloß diesen unglaublichen, ausgeklügelten Plan je übertreffen? In das Einsetzen des Wetters bei den Überfällen stellt sicherlich meine allerbeste Leistung bisher dar. Bitte, bitte, keinen Applaus mehr. Keinen Applaus mehr. Und jetzt, meine Damen und Herren, als kleine Zugabe werde ich als nächstes für Sie die Nationalbank berauben. Dieser Typ ist wirklich schlimmer als mehrere Blizzards auf einmal. Und da es hier an Freiwilligen zu fehlen scheint, gibt es eben nur mich, um ihn aufzuhalten.
Mal sehen. Ich habe für den Lastwagenraub einen Tornado benutzt und einen Blizzard, um den Safe zu knacken. Vielleicht versuche ich es dieses Mal mit einem Platzregen. Hey! Und was? Du kleine, fette Ratte! Ich werde dich für Zielübungen benutzen. Jetzt, meine Damen und Herren, der Höhepunkt zum elektrisierenden Finale. Oh. Er wird es nicht mehr wagen, sich hier nochmal blicken zu lassen. Bestimmt nicht. Oh, verdammt. Regen. Ich brauche Regen. Ja? Als ich davon hörte, dass er die Bank mit dieser Wolkenmaschine ausrauben wollte, wusste ich, dass ich ihn daran hindern musste. Ich habe ihm wie üblich kräftig zugesetzt, bevor er anfangen konnte, mit Blitzen auf mich zu schießen. Wenn ich nicht so schnell reagiert hätte, wäre ich jetzt ganz knusprig gebraten. Du klingst mir jetzt schon etwas hirnverbrannt. Also, Samson, extreme Hitze kann Halluzinationen verursachen. Und in letzter Zeit war es so heiß. Ihr haltet mich wohl alle für total übergeschnappt. Nun gut, dann muss ich euch eben zum Tatort führen. Hey, er läuft mit Trixies Wetterdingsbumsmaschine weg. Hey, es funktioniert ja wunderbar. Da kommen sie. Oh, mein Schwanz sagt mir, dass der alte Nimnul hier rumschleicht. Hey, Freunde, ich bin hier oben. Oh, er plant vielleicht eine Verzweiflungstat. Er springt! Samson! Warum muss man bei euch immer erst so weit gehen? Gut gemacht, Sumi! Halte ihn fest, bis ich oben bin! Bleib doch ganz ruhig, Samson. Ich verspreche dir, alles zu glauben, was du uns sagen willst, wenn du uns versprichst, nicht zu springen. Springen? Wer hat denn hier etwas von Springen gesagt? Oh, oh. Er ist hier. Was ist das? Aber das ist unmöglich. Chad, Trixie, es regnet in der Bank. Oh nein, jetzt hat auch Chips Hirn etwas abgekriegt. Vielleicht aber auch nicht. Nicht übel für den Fang eines Tages. Ich liebe eben Dollars. Was? Noch mehr Nager? Oh. Liebe Güte, ich bin froh, dass ich für Notfälle immer einen Fallschirm dabei habe. Wir müssen uns bei dir entschuldigen. Aha, wir hätten dir glauben sollen. Ach, schon in Ordnung, Freunde. Ich wusste, dass ihr mir glauben würdet. Okay, Samson, beweg den Schwanz nach rechts. Ups, ich meine von mir aus. Das sollte reichen, Jungs. Mit Hilfe von unserem Samson ist mein Wetteranzeigegerät jetzt ein Wetterverstärker. Prima, brillant, fantastisch. Was macht er denn? Ach, das ist wirklich ganz einfach. Wenn Samson ein Wettersignal aufnimmt, wird der Verstärker das Signal verstärken und es in Angaben über Längen und Breitengrade übersetzen, die auf der Karte angezeigt werden. Und bingo! So haben wir den Ort von Nimnuls nächstem Überfall. Wartet ihr etwa noch auf eine Einladung? Gehen wir! Oh, mein Lieber, wie nett, Sie wiederzusehen. Vor allem, da Sie immer so viel Geld ausgeben. Das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite, Madam. Habe die Ehre.
Spürst du irgendetwas Kaltes, Samson? Nein, aber ich glaube, mir wird wärmer. Jetzt wird es eindeutig heiß. Also, wofür kann ich Sie denn interessieren, mein Lieber? Vielleicht für einen Wintermantel. Ich friere. Komm, Chad, wir müssen den Alarm auslösen. Was ist das? Überall, wo ich hingehe, sind in letzter Zeit immer diese Nagetiere. Jesus, welche Unordnung. Hier wird mal Zeit aufzuräumen. Hier schon wieder. Jetzt reicht's aber. Jetzt bin ich aber nicht mehr nett. Ich stecke euch jetzt für immer in die Tiefkühltruhe. Auf Wiedersehen. Fahrt vorsichtig. Wiedersehen. Und kommt recht bald wieder. Hört ihr? Ich habe immer gewusst, dass mir mein Dickkopf eines Tages nützen würde. Wenn wir Nimue aufhalten wollen, dann müssen wir nach seinen Regeln spielen. Du meinst betrügen? Nein, ich meine, wir werden das Wetter mit Wetter bekämpfen. Und Samson wird uns dabei helfen. Warum darf Chip eigentlich immer vorne neben Trixie sitzen? Haha, weil da das Steuerrad ist. Schon Informationen von deinem Schwanz, Samson? Noch überhaupt nichts. Entschuldigung, ich nehme alles zurück. Es sieht so aus, als ob Nimnull einen riesigen Platzregen zusammenbraut. Platzregen? Liebe Güte, dann gilt jetzt unser Wetterplan B. Wetter! Das ist unser Stichwort. Alles festhalten? Rettungsgruppe! Auf die! Sie fliegt in Richtung Bank. Sind die Säcke bereit, Jungs? Wie soll denn das Zeug hier drin eine Wolke aufhalten? Ganz einfach. Wenn wir die Kristalle in die Wolke schütten, wird die Wolke regnen, ehe sie die Bank erreicht hat. Ja, yippie! Was ist das? Du sollst nicht draußen regnen. Du sollst drinnen regnen. In der Bank. Na gut, es gibt mehr als einen Weg, die Bank aufzuhauen, weißt du? Nebel, was machen wir jetzt? Liebe Güte, auf dieses Wetter habe ich mich nicht vorbereitet. Wir würden eine immense Hitze brauchen, um eine solche Feuchtigkeit zu verdampfen. Ich weiß, wie ich Hitze für uns auftreibe. Oder ich will nicht mehr Samson heißen. Und glücklicherweise scheint es auch zu klappen. Oh, ich kann nicht sehen! Ich kann nicht sehen! Ist denn mein Okay, Leute, bitte Ruhe bewahren. Die Polizei ist schon da. Wie lustig. Tiefgefrorene Polizisten. Und jetzt wird der Tresor eingefroren und die Beute geholt. Bin gleich wieder da. So viel Hitze, wie du nur brauchst, Trixie. Drei müssten reichen. Glaubst du mir nicht? Okay, Sumi, stell sie an. Hey, wo ist mein Nebel hin? Naja, macht nichts. Ich bin fertig. Das gefällt mir, das gefällt mir. Und falls ihr es noch nicht gehört habt, noch einmal. Das gefällt mir. Oh je, hier drin ist einfach zu viel zum Tragen. Ja, das ist es. Ich hole es mit einem Tornado.
Tornado? Liebe Güte, das erfordert den Plan T. Aber wo ist er? Eine super Idee, Sumi! Regen? Ich wollte einen Tornado! Keinen Schnee! Einen Tornado! Was? Was? Noch ein Lager? Gut gezielt, Chippy. Aber jetzt guck mal einem echten Profi zu. Yippie! Deckung! Bombe kommt! Das kleine Biester werde ich kriegen und wenn ich die ganze Bank zerstören muss. Was sollen wir tun? Er hat uns in die Ecke gedrängt. Ihr lenkt ihn von seiner Wolkenmaschine ab und ich kümmere mich dann um den Rest. Verstanden? Was jetzt? Also gut, Liebes, nach oben damit. Ei, ei, Sir. Du bist dran, Kumpel. Okay, und jetzt ein bisschen Schnee. Liebe Güte, was die wohl vorhaben? Das sollte reichen. Findest du nicht auch, Chad? Prima, das ist der beste Schneemann, den ich je gebaut habe. Schade, dass er eingelocht wird. Wir wollen wieder ein Picknick machen, Samson. Was für ein Wetter haben wir zu erwarten? Ich würde sagen, schön warm und sehr viel Sonnenschein. Ja. Und eine Schauerneigung von 10%. Ha!